Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Es waren jetzt Länderspielreisen, das heißt Verletzungen, Erkrankungen und so weiter und so fort kann ich nicht zu 100% einbauen, denn es kann sich auch kurzfristig immer was tun. Wenn jetzt irgendwo mal ein verletzter Spieler rumläuft, dann tut es mir leid. Dann lässt sich das nicht verhindern. Wir haben die Samstagskonferenz, wir haben das Topspiel, wir haben das Stadtderby, also eigentlich alles, was man haben will. Und ich sag's euch, diese Samstagskonferenz ist ultra torreich. Also guckt sie euch an. Vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's jetzt mit der Konferenz. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 27. Spieltag. Wir haben die Länderspielpause überstanden. Wir starten in den Endspurt der ersten Fußball-Bundesliga. Sowohl oben als auch unten ist es noch spannend. Augsburg gegen Hoffenheim, eines von fünf Spielen, ja immerhin fünfmal heute in der Samstagskonferenz. Ein Mittelfeldduell, wahrscheinlich eines der weniger interessanten. Da haben wir hier in Mainz eine deutlich andere Dramaturgie zu schreiben. Der erste FSV Mainz 05 gegen die Arminia aus Bielefeld. 15. gegen 17. Und ja, Mainz ist mittlerweile die Mannschaft, die 15. ist und Bielefeld die 17. ist. Unglaublich, da unten der Ruck, der durch Mainz gegangen ist, ist ziemlich erstaunlich und so wollen sie heute auch gegen Bielefeld die 3 Punkte einfahren. Das könnte ein ganz wichtiger Schritt im Abstiegskampf sein. Abstiegskampf haben wir auch hier in Wolfsburg, für die Gäste jedenfalls. Der erste FC Köln steht auf Rang 16. Der VfL Wolfsburg kämpft für die Champions League. Dritter Platz ist man dort aktuell, 8 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Also man ist schon in einer ziemlich guten Form und in einer sehr guten Verfassung. Eigentlich sollten sich das die Wölfe nicht mehr nehmen lassen und hier gegen Köln sind sie der haushohe Favorit. Ist das in Leverkusen ähnlich verteilt? Sicherlich, auf einem anderen Niveau, aber ja, es ist genauso verteilt. Leverkusen ist der haushohe Favorit hier gegen den FC Schalke 04. Schalke wohl auf Abschiedstournee, zumindest mal für ein Jahr aus der Fußball-Bundesliga. Und Leverkusen hat den Trainer gewechselt. Hannes Wolf sitzt da jetzt auf der Bank und es ist für Leverkusen unglaublich wichtig, hier die 3 Punkte einzufahren. Es ist einfach ein Muss. Alles andere gegen Schalke wäre ehrlich gesagt eine Katastrophe. Und in unserer 5. Station wäre es für Dortmund eine Katastrophe, vor allem zu verlieren. Ein Unentschieden könnte man wohl noch verkraften im direkten Duell um Platz 4 gegen Eintracht Frankfurt. Die Eintracht extrem stark in dieser Saison, hat sich Platz 4 aktuell auch verdient. Heute können sie einen sehr großen Schritt machen. Sollten sie gewinnen, wären es 7 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Aber das ist natürlich die Rechnung ohne Schwarz-Gelb. Starten wir in Augsburg. Der Ball rollt in dieser Konferenz am 27. Spieltag. Die Fuggerstädter in den weißen Trikots von links nach rechts. Und ganz uninteressant ist es vielleicht doch nicht, hier nochmal drauf zu schauen. Hoffenheim dürfte mit 30 Punkten nach menschlichem Ermessen so gut wie gerettet sein. Der FC Augsburg hat 1 Punkt weniger, muss aber doch noch vielleicht mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 16 ein bisschen aufpassen. Aber das sind eher theoretische Sorgen, die man da hat auf Seiten dieser Mannschaften. Caligiuri versucht sich da durchzusetzen gegen Florian Grillitsch. Grillitsch, der mal wieder Innenverteidiger spielen darf, gehört ja mittlerweile bei ihm auch zum guten Ton. Und das war ein fahrlässiger Einwurf. Es geht schnell in die Gegenrichtung. Bebu legt raus zu John. Der muss eigentlich in die Mitte ziehen. Geht jetzt Richtung Eckfahne, als wären wir hier in der 90. Minute. Man müsste irgendwas verteidigen. Den hätte er vielleicht nochmal in die Mitte zu Bebu legen müssen. Aber der kommt ja vielleicht über Umstände trotzdem zu ihm. Und da ist er auch. Da ist Silas Bebu. Geduldig gewartet in der Mitte. Und das, was von John erst komisch aussah, war dann wohl doch eine Sache der Strategie. Hoffenheim rückt nach, Augsburg weiterhin unsortiert in der Frühphase. Bebu, der zwischen Genie und Wahnsinn sich aufhält beim Abschluss, ist hier wieder genial, macht das 1:0 für die Gäste. Was für ein Auftakt.
Ja, was für ein Auftakt. Da muss man erstmal wieder runterkommen. Wir sind in Mainz in der Opel Arena, wo es für beide Mannschaften ein extrem großer Schritt sein kann. Bielefeld würde mit einem Sieg theoretisch auf Platz 14 springen können, aber vor allem erstmal an Mainz vorbei. Das wäre das Wichtige. Ball rechts raus zu Okugawa, der steht aber deutlich im Abseits. Und für Mainz wäre es ein riesiger Schritt. Es kommt dieses Duell zur rechten Zeit. Wahrscheinlich, man ist in guter Verfassung. Aber gegen solche Mannschaften, die da unten stehen, tut sich Mainz auch nicht unbedingt. Tor an Dortmund! So einfach. Und wir haben den ersten Treffer an Dortmund. Das ist ja noch interessanter. André Silva bringt Frankfurt früh in Führung. 10. Spielminute. Die Eintracht spielt von Beginn an so, wie man das von einem Champions-League-Anwärter erwartet. Geht gut drauf. Rode zu Jovic, der mit der Hacke zu André Silva. Der nimmt ihn mit links einmal an, schließt dann schnell ab. Für Marvin Hitz nicht zu halten. Keine gute Abwehrleistung hier vom BVB in dieser Szene. Aber bei diesem Portugiesen im Sturm der Frankfurter läuft es in dieser Saison auch einfach sagenhaft. Man muss ihn in einem Atemzug, vielleicht noch nicht mit Lewandowski, aber sicherlich mit Haaland nennen. Das ist ein fantastischer Sturm, der hier aufläuft. Und wir wechseln nach Wolfsburg. Ja, wo wir ja auch einen interessanten Stürmer haben, das ist Wout Weghorst auf Seiten des VfL Wolfsburg, der bislang noch nicht so richtig gut reinkommt in die Partie, ist aber auch teilweise phantommäßig unterwegs, kommt dann aus dem Nichts zum Abschluss. Tor in Mainz! Zum Erfolg, Castells hat den Ball und wir haben Tor in Mainz. Dominik Hartkor, 32. Minute, Kor mit der Nummer 31, schnappt sich den Ball und läuft durch. Bielefeld wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Das hatte man unter Frank Kramer eigentlich anders gesehen in der Defensive. Ortega ohne Chance. Erster Treffer auch hier. 1-0 für Mainz. Schauen wir doch mal in Leverkusen vorbei. Knappe Viertelstunde gespielt. Schwarz, das ist Leverkusen. Spieldominant. Hat alles im Griff, unglaublich viel Ballbesitz. Schalke kommt da hinten kaum raus. Arangis zu Patrick Schick. 1-0 Leverkusen. 16. Minute, so schnell kann es dann auch wieder gehen. Der FC Schalke 04 kann sich da hinten überhaupt nicht befreien. Die Taktik von Gramotzes geht in Klammern mal wieder nicht auf. Schick dreht den Ball leicht an, sodass Renault nur noch hinter sich greifen muss. Wäre sicherlich hier ein wunderbarer Auftakt für Leverkusens neuen Trainer. Patrick Schick holt sich da auch ein bisschen Selbstvertrauen zurück. Denn Leverkusen ist ja auch wirklich alles andere als in guter Form. Ein 3-0 vor der Länderspielpause in Berlin bei der Hertha. Das war auch dann letztendlich der Sargnagel für Peter Boss, um es etwas übertrieben auszudrücken. Aber es ist eben so. 1-0 hier, zurück nach Wolfsburg. Wo der erste FC Köln eben schon eine ganz gute Angriffssituation hatte und sich hier auch nicht davor scheut, mit nach vorne zu gehen. Dortmund konnte man auch überraschen. Und holte sich dann im Endeffekt auch einen Punkt. Kurz vor Schluss kassierte man da noch den Ausgleich. Jonas Hector im Abseits, rück zu spät raus. Gut dann verteidigt von Wolfsburg. 0-0 hier. Die Wölfe sind noch gehemmt. Wir warten auf den ersten Treffer. Den haben wir gesehen in Augsburg. Wo es seit der 7. Spielminute 1-0 auch für Hoffenheim steht. Dementsprechend der Treffer von Ilas Bebu, Samaseku, starker Einsatz. Legt den Ball rechts raus. Flankenball nicht gut und Framberger geht dann erstmal auf Nummer sicher und haut den Ball ins
Tor aus, gibt also Eckball für Hoffenheim. Schauen wir nochmal auf den Treffer. Ja, den weiß ich gar nicht, trifft er gar nicht optimal. Rutscht ihm da so ein bisschen über den Schlappen, dann haut er den fast mit der Hacke so ein bisschen rein. Aber das ist vielleicht auch die Schusstechnik, die es hier in diesem Fall gebraucht hat, um Gikiewicz zu überwinden. Kurz ausgeführte Ecke. Andrej Kramaric gehört eigentlich mit seiner Kopfballstärke in die Mitte. Das ist aber wirklich ein schwacher Eckball, der verpufft und wir wechseln. Schauen einmal kurz nach 25 Minuten auf die Zwischenergebnisse. 4x1 zu 0 bzw. 2x1 zu 0, 2x 0 zu 1 und einmal 0 zu 0. Das 0 zu 0 noch in Köln. Jetzt der BVB, der hier hart daran arbeitet, zumindest erstmal auszugleichen. Denn eine Niederlage könnte man sich nicht erlauben. Superschuss von Haaland kann dann von Trapp pariert werden und der Ball ist jetzt erstmal geklärt. Eintracht Frankfurt muss aber aufpassen, weil Dortmund gerade wirklich deutlich besser wird. Sebastian Rode darf sich hier auch nicht verzocken und drischt den Ball nach vorne zu Jovic. Der stand nicht im Abseits. Ballverlagerung zu Philipp Kostic. Emre Can und Meunier können aber aufpassen und dann auch das wieder geklärt. Also das ist hier wirklich ein Spiel mit offenen Wolfsburg. Visier und jetzt auch offene Visier in Wolfsburg. Der VfL profitiert von einem Fehler von Timo Horn, der hier unter Druck gesetzt wird, angespielt wird. Sollte auch vielleicht gar nicht den Pass dort bekommen. Baku setzt nach, Weghorst hat den Ball dann am Fuß und fackelt nicht lange rum. Was für ein Fehler in der Hintermannschaft des 1. FC Köln. 31 Minuten gespielt, somit die Führung jetzt hier in Wolfsburg. 5 Tore. Tor an Leverkusen. 5 Spielen. Ich erhöhe auf 6, beziehungsweise Leverkusen erhöht. Leverkusen erhöht wortwörtlich, denn sie machen auch selbst den Treffer. Der FC Schalke 04 mal wieder von allen guten Geistern verlassen. Wie offen dieses Zentrum ist, dann verlieren sie hier dieses Duell. Becker ist es, der Patrick Schick gewähren lässt. Der Becker läuft da einfach über den Ball rüber. Aber da will man sich jetzt auch keinen Einzelnen rauspicken. Also es ist im Prinzip die ganze Mannschaft mal wieder. Und die Taktik von Gramotzes ist zumindest auch mal in Zweifel zu ziehen. 2-0 hier, zurück nach Mainz. Wo Bielefeld gerade kommt, Rizzo-Duan, Okugawa mit der Flanke und Fabian Klos mit dem Kopfball. Und dem 1-1, 33. Minute. Die Arminia zurück in diesem Spiel. Duan und Okugawa bereiten vor. Fabian Klos köpft ihn ein. Gegen die Laufrichtung von Robin Zentner. Der hat da keine Chance. Fast vorm Elfmeterpunkt geht er rein. Chor, der Torschütze zum 1-0, verliert das Duell gegen Klos. Kann auch mal passieren, gegen diese Kante. Tor in Augsburg. Der nächste Treffer geht Schlag auf Schlag ab nach Augsburg. Doppelpack, Ilas Bebu, 33. Minute. Spielt da Katz und Maus mit der Defensive von den Fuggerstädtern. Hier müsste es Udokai gewesen sein, der richtig alt aussieht gegen Ilas Bebu. Der Gikiewicz dann aus Spitzenwinkel auch noch überwinden kann. Und wenn Augsburg so spielt, so ehrlich muss man sein, müssen sie dann doch vielleicht aufpassen, nicht nochmal nach unten zu schauen, denn es ist nicht davon auszugehen, dass Hertha Mainz, Köln und Bielefeld jetzt die restlichen Spiele allesamt verlieren. Augsburg braucht auf jeden Fall noch Punkte. Noch etwas dringender als Hoffenheim, auch wenn nur ein Punkt dazwischen liegt. Aber sie kommen nicht durch. Sieht nicht gut aus und deswegen wechseln wir. Hier in Dortmund führen auch die Gäste, Eintracht Frankfurt mit 1-0 in Führung, 10 Minuten vor dem Seitenwechsel knapp. Ist mal wieder ein starker und beeindruckender Auftritt von Frankfurt. Dortmund macht es gar nicht schlecht. Aber aktuell
zumindest in dieser Verfassung, ist Frankfurt da eben auf Augenhöhe. Und dann tut sich auch Borussia Dortmund schwer, die auch nicht in der allerbesten Phase ihres Schaffens stehen. Aber es ist ja auch noch genug Zeit, hier zurückzukommen. Allerdings gleich eben Pause. Das 0:1 wäre zumindest mal ein Tor an Mainz. Und der nächste Treffer an Mainz. Die erneute Führung für den ersten FSV Mainz 05. Die Anzeigentafel beweist es uns. Schauen wir mal drauf. Super Pass von Burkhardt auf Robert Glatzel. Der Winkel ist spitz. Er traut sich diesen Schuss aber zu und haut richtig rauf. Das ist ein super Tor. Mit links reingehämmert. Glatzel, eins der Gesichter des Umschwungs bei Mainz 05. 41. Minute. Das dritte Tor hier bereits. Kann gerne so weitergehen. Wir wechseln aber nochmal nach Leverkusen. Wobei der 04 Leverkusen komplett die Sache im Griff hat. Der FC Schalke 04 ist überfordert und arbeitet momentan eher an der Schadensbegrenzung. Wenn der Schaden überhaupt noch begrenzt werden kann. Das einmal dahingestellt, der Ball zu weit. Lennart Grill schmeißt sich auf ihn. Leverkusen bekommt aktuell die Gegner scheinbar auch zur rechten Zeit. Borussia Mönchengladbach haben sie auch geschlagen, als die Fohlenelf in einer miserablen Verfassung war. Jetzt der FC Schalke 04. Aber gut, da ist Schalke momentan sowieso die größte Katastrophe. Fast hier die nächste Szene. Jetzt schmeißt sich Schalke zumindest mal rein. Pause hier. Auf den anderen Feldern ruht auch aktuell der Ball. Somit gehen wir gleich in die Pause, gucken auf die Ergebnisse. Patrick Schick hat zweimal zugeschlagen und macht hier die klaren Verhältnisse aus. Also 2:0 hier, gucken wir kurz auf die Ergebnisse und dann geht's gleich weiter im zweiten Durchgang. Jo, Dortmund gegen Frankfurt 0:1, Leverkusen eben gesehen 2:0 gegen Schalke, Wolfsburg führt 1:0 gegen Köln, Mainz führt 2:1 gegen Bielefeld und Augsburg liegt 0:2 hinten gegen Hoffenheim. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich freuen, ansonsten viel Spaß beim zweiten Durchgang, weiter geht's. Zurück in der zweiten Hälfte, starten wir in Augsburg, gucken auf die beiden Treffer, Ilas Bebu in der 7. Spielminute mit dem 0:1 aus Augsburger Sicht und dann nach einer knappen halben Stunde Gardas 0:2, wo er die Augsburger Abwehr wirklich aussehen lassen hat wie Statisten, wie Slalomstangen. Allen voran Uduokhai. Geht also los. Hoffenheim stößt an. Nach wie vor herrliches Wetter hier in der Arena. Es ist eine große Aufgabe für den FC Augsburg, hier jetzt nochmal zurückzukommen, weil Hoffenheim auch mal so spielt, heute aber gut drauf ist tatsächlich. Bebu, da wollen sie gleich weitermachen. Bebu, fast mit dem Dreierpack, naja, fast ist übertrieben, aber er hat zumindest versucht. Tor in Mainz! Und der nächste Treffer in Mainz. Bitte, bitte, so weiter. Rizzo Duan mit dem 2:2, aber die Geschichte hinter diesem Treffer, sie könnte einem fast leid tun. Vielleicht ahnen sie es, vielleicht ahnen sie es. Robin Zentner. Aua, das tut weh. Super von Duan gemacht, der das perfekt ausnutzt, den Ball an die Schulter bekommt. Aber Zentner, gegen Augsburg hat er sich einen ähnlichen Bock geleistet. Eieieiei, 2:2. Bielefeld ist zurück und das aus Mainzer Sicht komplett unnötig. 4 Tore hier, 2 Tore in Leverkusen. Ja,
Ja, was für ein Fehler in Mainz. Davon kann hier aber weder die eine noch die andere Mannschaft profitieren. Schalke läuft einfach außer Konkurrenz und Leverkusen will oben zumindest die Europa League schaffen. Kolasinac zu Calhanoglu. Das ist doch zumindest mal ein Abschluss. Und kein allzu schlechter, da hat nicht viel gefehlt. Und das wäre Leverkusen in der aktuellen Verfassung wahrscheinlich sogar auch noch zuzutrauen, Tor in Wolfsburg, das gegen Schalke herzuschenken. Und wir haben den zweiten Treffer in Wolfsburg. Aber gerecht verteilt durch Marius Wolf. 1:1. Die Geißböcke schlagen zurück. Auf der rechten Seite bekommt Wolf viel zu viel Platz. Profitiert durch ein Stellungsproblem, sage ich mal, bei Yannick Gerhardt, einem Ex-Kölner, der heute wieder linker Verteidiger spielt. Ist da zu spät rübergerückt. Allerdings war die Seitenverlagerung auch wirklich spitze. Dementsprechend einfach stark gespielt von Köln. Und so steht es hier 1:1 nach 54 Minuten. 0:1 weiterhin, aber in Dortmund. Und da schauen wir jetzt hin. Ja, Hazard setzt hier aber gut nach. Haaland hat den Ball am Fuß, zieht in den Strafraum ein, liegt drüber zu Dahoud. 1:1, 56. Minute. Dahoud nutzt den Einsatz von Hazard aus. Und den muss man hier wirklich einfach mal in den Himmel loben. Haaland hat dann die Übersicht. Dahoud, flacher, harter Schuss. Kevin Trapp kommt nicht mehr so schnell runter. Und somit ist der BVB zurück im Spiel und das ist unglaublich wichtig. Jetzt auch noch über eine halbe Stunde Zeit, das Spiel sogar zu gewinnen. Dann könnte man den Abstand auf Frankfurt auf einen Punkt verkürzen. Also, es gilt das Motto, verlieren verboten, siegen ja bitte. Vor allem aus Dortmunder Sicht, unentschieden würde deutlich Tor in Augsburg den Gästen weiterhelfen. Nächster Treffer in Augsburg. Der entscheidende Treffer durch John in der 59. Minute, 0:3. Der FC Augsburg, er ist hier heute nicht gut drauf. Ich versuche es mal noch ruhig auszudrücken. Im Prinzip ist das nicht Bundesliga-tauglich, aber wenn man sich den Tabellenstand anguckt, der Fuggerstädter, dann ist Platz 13 aktuell wohl das Leistungsniveau des FCA und da steht Hoffenheim aktuell auf Platz 11 drüber. So schlecht Hoffenheim auch in dieser Saison eigentlich performt. So schlecht macht es heute Augsburg nochmal potenziert. Stunde durch, 0:3. Das soll es hier gewesen sein fürs Erste. Wir wechseln. Hier ist es deutlich dramatischer in Mainz. Das 2:2, komplett unnötig aus Mainzer Sicht. Bielefeld aber haut sich auch eben rein. Barrero zu Brosinski, quergelegt, aber da ist keiner. Super Idee von Brosinski eigentlich. Chor setzt nach, aber Bielefeld kann sich erstmal befreien. Die Gäste machen es gut. Okugawa Tor in Wolfsburg über rechts. Ja, Tor geht vor. ...2:1 Wolfsburg, die erneute Führung für Textmarker Grün. Stark von Schlager vorbereitet. Memedi in der Mitte muss dann nur noch den Fuß hinhalten. Eine seiner leichteren Übungen. Und Timo Horn hat das Nachsehen, kann hier mal gar nichts machen. Memedi wird danach nochmal kräftig abgeräumt. Hat es aber wohl überstanden, verletzungsfrei. So 64 Minuten jetzt von der Uhr. 10 Minuten hatte das 1:1 gehalten von Marius Wolf erzielt. Die Wölfe können sich aber sehr gut und sehr schnell davon erholen.
für den ersten FC Köln der nächste Nackenschlag, aber so wie die hier spielen, ist hier die Messe noch nicht gelesen. Jakobs! Parade von Castells. Zurück nach Dortmund. Frankfurt kommt mit Kamada. Marvin Hitz hält das 1:1 fest. 68. Minute. Kamada macht hier auch, was er will. Mit Emre Can. Schirmt dann den Ball sehr gut ab. Emre Can aber zumindest so dicht dran, dass da keine hundertprozentige Tormöglichkeit bei rauskommt. Hitz mit der Parade. Da einmal kurz die Zwischenergebnisse. Also hier ist schon einiges los in der Konferenz. Und 20 Minuten sind ja noch zu spielen. Gibt es noch die ein oder andere Geschichte? Vor allem auch hier eventuell in Frankfurt. In Frankfurt, in Dortmund gegen Frankfurt. So ist es richtig. Wir beobachten das. Mit Sebastian Rode. Der passt aber nicht gut. Meunier passt auf. Meunier ja schon viel Kritik geerntet in dieser Saison. Auch zu Recht. Individuelle Fehler auch, die letztendlich zu Gegentoren geführt haben. Der Ball will hier scheinbar nicht jetzt ausgehen. Ja, dann doch. Gibt sogar Abstoß. Also, noch knappe 20 Minuten zu spielen. Wir schauen drauf. Geben jetzt aber erstmal nochmal ab nach Leverkusen. Schalke hatte ein ganz kurzes Hoch. Leverkusen kommt jetzt aber wieder besser rein und entscheidet das Spiel. Da müssen sie einmal kurz die Arme anspannen und Schalke fällt auseinander. 3-0. Alario mit der hundertprozentigen Entscheidung. Renault tut einem mal wieder leid. Shkodran Mustafi ist zu weit weg. Becker schaut auch nur hinterher. Fällt einem fast schwer, diese Bilder noch zu kommentieren. Aber aus Leverkusener Sicht, wollen wir mal positiv bleiben, ist das heute ein guter Schritt. Ja, es ist gegen Schalke, aber es ist eben auch ein 3:0 der sehr souveränen Art. Und das dürfte es gewesen sein. Wir melden uns, wenn ein Tor fällt. Ansonsten ab dahin, wo es spannender ist. Ja, das ist hier nun die komplett falsche Ansprechstation. Aber bevor wir in die ultimative Schlussphase gehen, sollten wir vielleicht auch nochmal diesen Platz hier abhaken in Augsburg. 0:3, Viertelstunde noch zu spielen. Also das ist hier auch natürlich gegessen. Vor allem so wie Augsburg drauf ist. Ein bisschen mehr versuchen sie jetzt. Kommen auch mal vorne ins gegnerische Drittel. Khedira, Gregoritsch. Aber das ist natürlich zu wenig. Dann stand Gregoritsch sogar im Abseits, wenn ich diese Geste richtig deute. Ja, möchte ich jetzt nicht unbedingt entscheiden, aber da vertrauen wir einfach mal dem Schiedsrichterassistenten. Dann gibt es hier einen Wechsel, wo jetzt so kommt für Tobias Strobel. Hätte ich mir eigentlich auch früher vorstellen können, diesen Wechsel. Aber naja, wechseln wir auch hier zurück oder ab, besser gesagt, nach Mainz. Wo es 2:2 steht, da jetzt gibt es hier auch den Wechsel. Glatzel geht, der Torschütze zum 2:1. Dafür Onisivo neu rauf. Hätte jetzt nicht unbedingt mit dem Glatzel-Wechsel hier jetzt gerade gerechnet, der ein gutes Spiel gemacht hat und eben auch nochmal eigentlich gut war für so einen Treffer. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Bo Svensson hier mit dem 2:2 am Ende zufrieden sein wird. Deswegen hätte man Glatzel vielleicht auch drauf lassen können, aber das ist nur Makulatur. Bielefeld ist aber auch heiß drauf. Für sie wäre das 3:2 sogar noch wichtiger. Manuel Pritel. Oh, super Ball zu Okugawa. Der zieht in den Strafraum ein und liegt quer. Und der Ball ist im Tor. Auch das noch. Eigentor Stefan Bell. Es ist nicht zu glauben. Mainz nimmt wirklich alles mit, was im Abstiegskampf so schief laufen kann. Toller Pass von Pritel, dann Okugawa legt einfach mal quer auf gut Glück und Bell grätscht ihn sich rein. Ja, den hätte Duan wahrscheinlich auch reingemacht, aber es ist einfach sinnbildlich. 2:3, unglaublich. Zurück nach Dortmund. Wieder in Dortmund.
Der BVB will es aktuell ein bisschen mehr. Raschel mit dem Pass, der aber nicht ganz ankommt, zu Hazard. Die Idee war allerdings sehr gut. Hier blicken wir nochmal auf den Treffer 1:1 von Dahoud. Der hat jetzt hier allerdings eben auch schon eine Weile Bestand. Und Frankfurt scheint diesen Punkt über die Zeit zu bringen. Und das wäre auf jeden Fall ein Erfolg. Oder geht sogar noch mehr. André Silva kommt aber jetzt gegen Emre Can nicht durch. In der 85. Tor in Augsburg. Tor in Augsburg klingt jetzt nicht euphorisch, gucken wir aber trotzdem. Immerhin das 1:3. Grueso mit dem Ehrentreffer. Mehr dürfte es eigentlich nicht sein. Dafür ist es ein wunderschönes. Von der 16er Kante zieht er ab und setzt den Ball in den Winkel, der eingewechselte Grueso hier. Zumindest ein gutes Tor an Leverkusen für die Fuggerstädter. Zurück nach Leverkusen. Doppelpack Schick, Doppelpack Alario. 4:0 für Bayern 04, der FC Schalke 04 in historischer Gefahr, was die Defensive angeht. Ja. Schöner Schuss von Alario. Lassen wir das mal so stehen. Für Renault ist da nichts zu machen. Renault, ja, tut einem einfach leid bei dieser Defensive. Willst du nicht im Tor stehen? 4:0 hier, wir wechseln. Köln kommt nochmal. Wolf nicht im Abseits. Rennt sich aber fest. Wolf bleibt aber im Ballbesitz. Liegt zurück zu Drexler. 2:2. 88. Spielminute. Wie verteidigt Wolfsburg denn das? Dieser erste FC Köln, er ist nicht tot zu kriegen. Wolf, die Szene halb gegessen. Drexler, er steht da einfach rum. Und darf abschließen. Gut, dass du da nicht rankommst. Wäre möglicherweise im Abseits gewesen. 2:2. Dieser erste FC Köln. Er sollte das alles mal irgendwie erklären. Verstehen kann man das nicht. 2:2. Wow. Unentschieden steht es auch noch in Dortmund. Wir sind in der 90. Spielminute. Nachspielzeit ist angebrochen. Kommt Dortmund noch zum Lucky Punch. Dahoud. Wo ist die Anspielstation? Da, Hazard. Jetzt vielleicht. Nein. Trapp schmeißt sich auf den Ball. Haaland kommt nicht ran an diesen Ball. Weiter Abschlag von Trapp. Silva verliert das Duell. Emre Can, jetzt müsste es nochmal schnell nach vorne gehen. Haaland bekommt den Ball nicht zu Reyna. Und jetzt ist es vorbei. Dortmund und Frankfurt trennen sich 1:1. Damit können die Gäste deutlich besser leben. Und momentan die Gäste auch in Mainz zufrieden. Das kann man wohl sagen. Und sie werden dieses 3:2, die Bielefelder, wohl über die Zeit bringen. Das war's. Mainz verliert dieses wichtige Duell gegen Bielefeld. Und fällt zurück auf Platz 16. Durch diese Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Untermalt. Was für ein Spiel. Mainz führt zweimal. Bringt sich durch einen Riesenbock von Zentner aus der Balance. Und Bielefeld nutzt das eiskalt aus. Was für eine Konferenz. Tore über Tore. Und die gibt es jetzt nochmal im Schnelldurchlauf und dann die Zusammenfassungen. Inklusive Topspiel der anderen Spiele. Viel Spaß! André Silva bringt Frankfurt früh in Führung. 10. Spielminute. Die Eintracht spielt von Beginn an so, wie man das von einem Champions-League-Anwärter erwartet.
geht gut drauf. Rode zu Jovic, der mit der Hacke zu André Silva. Der nimmt ihn mit links einmal an, schließt dann schnell ab. Für Marvin Hitz nicht zu halten. Keine gute Abwehrleistung hier vom BVB in dieser. Ja, Hazard setzt hier aber gut nach. Haaland hat den Ball am Fuß, zieht in den Strafraum ein, liegt drüber zu Dahoud. 1-1, 56. Minute. Dahoud nutzt den Einsatz von Hazard aus. Und den muss man hier wirklich einfach mal in den Himmel loben. Haaland hat dann die Übersicht. Dahoud, flacher, harter Schuss. Kevin Trapp kommt nicht mehr so schnell runter. Ballbesitz, Schalke kommt da hinten kaum raus. Arangis zu Patrick Schick. 1-0, Leverkusen. 16. Minute, so schnell kann es dann auch wieder gehen. Der FC Schalke 04 kann sich da hinten überhaupt nicht befreien. Die Taktik von Gramotzes geht in Klammern mal wieder nicht auf. Schick dreht den Ball leicht an, sodass Renault nur noch hinter sich greifen muss. Wäre sicherlich hier ein Leverkusen erhöht wortwörtlich, denn sie machen auch selbst den Treffer. Der FC Schalke 04 mal wieder von allen guten Geistern verlassen. Wie offen dieses Zentrum ist, dann verlieren sie hier dieses Duell. Becker ist es, der Patrick Schick gewähren lässt. Der Becker läuft da einfach über den Ball rüber. Aber da will man sich jetzt auch keinen Einzelnen rauspicken. Also es ist im Prinzip die ganze Mannschaft mal wieder. Schalke hatte ein ganz kurzes Hoch. Leverkusen kommt jetzt aber wieder besser rein und entscheidet das Spiel. Da müssen sie einmal kurz die Arme anspannen und Schalke fällt auseinander. 3-0. Alario mit der hundertprozentigen Entscheidung. Renault tut einem mal wieder leid. Shkodran Mustafi ist zu weit weg. Becker schaut auch nur hinterher. Doppelpack Schick, Doppelpack Alario, 4-0 für Bayern 04, der FC Schalke 04 in historischer Gefahr, was die Defensive angeht. Ja, schöner Schuss von Alario. Lassen wir das mal so stehen, für Renault ist da nichts zu machen. Renault, ja, tut. Der VfL profitiert von einem Fehler von Timo Horn, der hier unter Druck gesetzt wird, angespielt wird, sollte auch vielleicht gar nicht den Pass dort bekommen. Baku setzt nach, Weghorst hat den Ball dann am Fuß und fackelt nicht lange rum. Was für ein Fehler. Aber gerecht verteilt durch Marius Wolf. 1-1. Die Geißböcke schlagen zurück. Auf der rechten Seite bekommt Wolf viel zu viel Platz. Profitiert durch ein Stellungsproblem, sage ich mal, bei Yannick Gerhardt, einem Ex-Kölner, der heute wieder link. 2-1 Wolfsburg, die erneute Führung für Textmarker Grün. Stark von Schlager vorbereitet, Memedi in der Mitte. Muss dann nur noch den Fuß hinhalten, eine seiner leichteren Übungen. Und Timo Horn hat das Nachsehen. Köln kommt nochmal, Wolf nicht im Abseits. Rennt sich aber fest. Wolf bleibt aber im Ballbesitz, liegt zurück zu Drexler. 2-2. 88. Spielminute. Wie verteidigt Wolfsburg denn das? Dieser erste FC Köln, er ist nicht tot zu kriegen. Wolf, die Szene halb gegessen. Drexler, er steht da einfach rum. Er steht da einfach rum. Und darf abschließen. Gut, dass du da nicht rankommst. Wäre möglicherweise im Abseits gewesen. 2-2.
Dominik Hartkor. 32. Minute, Kor mit der Nummer 31. Schnappt sich den Ball und läuft durch. Bielefeld wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Das hatte man unter Frank Kramer eigentlich anders gesehen in der Defensive. Ortega ohne Chance. Erster Treffer auch hier. 1-0. Wo Bielefeld gerade kommt. Rizzo-Duan. Okugawa mit der Flanke. Und Fabian Klos mit dem Kopfball. Und dem 1-1. 33. Minute. Die Arminias zurück in diesem Spiel. Duan und Okugawa bereiten vor. Fabian Klos köpft ihn ein gegen die Laufrichtung von Robin Zentner. Der hat da keine Chance. Fast vorm Elfmeterpunkt geht er rein. Kor, der Torschütze zum 1-0, verliert das Duell gegen Klos. Kann auch mal passieren gegen diese Kante. Die erneute Führung für den ersten FSV Mainz 05. Die Anzeigentafel beweist es uns. Schauen wir mal drauf. Super Pass von Burkhardt auf Robert Glatzel. Der Winkel ist spitz. Er traut sich diesen Schuss aber zu und haut richtig rauf. Das ist ein super Tor. Mit links reingehämmt. Rizzo-Duan mit dem 2-2. Aber die Geschichte hinter diesem Treffer, sie könnte einem fast leid tun. Vielleicht ahnen sie es. Vielleicht ahnen sie es. Robin Zentner. Aua, das tut weh. Super von Duan gemacht, der das perfekt ausnutzt, den Ball an die Schulter bekommt. Aber Zentner, gegen Augsburg hat er sich einen ähnlichen Bock geleistet. Eieiei. Sogar noch wichtiger, Manuel Prietl. Oh, super Ball zu Okugawa, der zieht in den Strafraum ein und liegt quer und der Ball ist im Tor. Auch das noch. Eigentor Stefan Bell. Es ist nicht zu glauben. Mainz nimmt wirklich alles mit, was im Abstiegskampf so schief laufen kann. Toller Pass von Prietl, dann Okugawa legt einfach mal quer auf gut Glück und Bell grätscht ihn sich rein. Ja, den hätte Duan wahrscheinlich auch reingemacht, aber es ist einfach sinnbildlich. 2-2 müssen, aber der kommt ja vielleicht über Umstände trotzdem zu ihm und da ist er auch. Da ist Silas Bebu. Geduldig gewartet in der Mitte. Und das, was von Jon erst komisch aussah, war dann wohl doch eine Sache der Strategie. Hoffenheim rückt nach, Augsburg weiterhin unsortiert in der Frühphase. Bebu, der zwischen Genie und Wahnsinn sich aufhält beim Abschluss, ist hier wieder genial, macht das 1-0 für die Gäste. Was für ein Auftakt. Doppelpack Ilas Bebu, 33. Minute. Spielt da Katz und Maus mit der Defensive von den Fuggerstädtern. Hier müsste es Udokai gewesen sein, der richtig alt aussieht gegen Ilas Bebu. Der entscheidende Treffer durch Jon in der 59. Minute, 0-3. Der FC Augsburg, er ist hier heute nicht gut drauf. Ich versuche es mal noch ruhig auszudrücken. Im Prinzip ist das nicht Bundesliga-tauglich, aber wenn man sich den... Immerhin das 1-3, Groezo mit dem Ehrentreffer. Mehr dürfte es eigentlich nicht sein. Dafür ist es ein wunderschönes. Von der 16er Kante zieht er ab und setzt den Ball in den Winkel, der eingewechselte Goetzo hier. Zumindest ein bisschen ein gutes Tor in Leverkusen für die Fuggerstädter. Leipzig gegen Bayern ist sicherlich das Topspiel, das den Namen auch mal so richtig verdient hat. RB Leipzig ist Verfolger, möchte
durch einen Sieg gegen den FC Bayern München die Chancen bewahren auf die Meisterschaft. Bayern legte aber überragend los und ging in der 9. Minute in Führung. Serge Gnabry mit dem 1:0, der hier im Strafraum gegen Willi Orban die Oberhand behält. Und Gulaschi dann aus kurzer Distanz keine Abwehrmöglichkeit lässt. Sehr guter Auftakt also für den FC Bayern München. Leipzig tut sich dann im Endeffekt in diesen direkten Duellen häufig noch zu schwer. Und es ging gut weiter. Leroy Sané nimmt den Ball super mit. Scheitert diesmal aber an Gulaschi. 20. Spielminute. Super Spielzug. Der Winkel wird vielleicht etwas zu spitz. Stark dann aber auch von Gulaschi gehalten. Von Leipzig kam lange Zeit nicht viel. Halbe Stunde schon gespielt. Jetzt viel Platz dafür. Haidara, der bekommt den Ball von Christoph Nkunku. Und jetzt wieder Nkunku. Perfekt platziert. Dieser Ball. 1:1. 29. Minute. Was für ein platzierter Flachschuss, der für Manuel Neuer unerreichbar ist. Noch minimal verdeckt. Der ist einfach auch für den weltbesten Torhüter nicht zu greifen. Leipzig jetzt mit breiter Brust und Bayern in der Defensive ganz schön aufgescheucht. 2:1 Spiel gedreht. Nordi Mukiele in der 42. Spielminute. Drei Tore im Spitzenspiel am Samstagabend. Manuel Neuer bleibt nur das Nachsehen. Thomas Müller und Co. sicherlich etwas irritiert. Da ist man so gut gestartet und jetzt liegt man nach 45 Minuten doch in Rückstand. Aber der FC Bayern München, er ist für solche Spiele einfach gemacht. 2:2. Jetzt ist Thomas Müller nicht mehr bedient, bekommt den Ball von Kimmich serviert. Müller dreht sich dann. So darf sich ein Thomas Müller im Strafraum aber auch nicht drehen. Dass es dann brenzlig wird, ist auch wie selbstverständlich. Partie wurde offener, etwas weniger Tormöglichkeiten. Standardsituation hielten dann mal her an Kunku. Kommt hier nach Freistoß Sabitzer zum Abschlussversuch. Pavard ist allerdings aufmerksam, hält die Brust rein und verhindert Schlimmeres. Schlussphase. RB Leipzig nochmal nach vorne. Nkunku, Marcel Sabitzer, Christopher Nkunku. 3:2 in der 90. Spielminute. Leipzig eskaliert. Der FC Bayern München ist irritiert. Sabitzer liegt auf. Nkunku mit dem Doppelpack. Manuel Neuer chancenlos zum dritten Mal. Was für ein Spitzenspiel. 5 Tore, 3 für Leipzig, 2 für die Bayern. Und damit ist der Meisterschaftskampf richtig offen. Man könnte das Spiel Gladbach gegen Freiburg als das Duell der Sorglosen bezeichnen. Aber Gladbach ist halt überhaupt nicht sorglos. Man möchte gerne europäisch spielen in der nächsten Saison. Der SC Freiburg steht aber deutlich besser da im Tableau und ist trotzdem oder vielleicht genau deswegen viel, viel besser gelaunt. Auch wenn hier Gladbach erstmal gut unterwegs war, Frühphase des Spiels. Leiner haut den Ball einfach mal rauf, aber Günther, der wirklich als linker Verteidiger wieder eine überragende Saison spielt, haut sich hier rein, wird dann von Manuel Gulde auch gepusht. Freiburg ließ wenig zu, kreierte aber auch wenig, sodass wir schon in der 40. Spielminute sind. Valentino Lazaro kommt hier mal zu einer guten Abschlusssituation, aber Florian Müller, der ist auch wirklich in bestechender Form. Freiburg spielt einfach mal wieder eine Saison, vielleicht etwas über ihre Verhältnisse, aber das kann man ja nicht sagen. Wenn sie so spielen, dann sind das ihre Verhältnisse und die sind einfach überragend. Hier Haberer am Ball, er ersetzte den gelb gesperrten Chico Höfler. Hier Lukas Höhler zu Haberer.
Da wäre der Haberer fast zur Stelle gewesen. Aber zu zentral geschossen, dieser Ball. Jan Sommer hat zwar ein bisschen Probleme, wird dann aber unterstützt von seinen Abwehrmannen. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch zu spielen. Gladbach bekommt hier zu Hause vor allem spät immer mal wieder Gegentore. Das will man hier unbedingt vermeiden. Man merkte aber schon, woher das so ein bisschen rührte, denn sie wurden nervös und Freiburg kam zu Situationen. Hier Lukas Höhler per Kopf, aber aus 16 Metern muss das ein Ball für Jan Sommer sein. Die letzte Aktion gehört aber nochmal Gladbach. Player zu Kramer. Ja, aber es war halt auch nicht mehr. 82. Minute, die Abschlusssituation eigentlich gut, aber den erwischte einfach nicht. So blieb es dann am Ende beim gerechtfertigten 0:0. Gladbach war in der ersten Halbzeit besser. Freiburg in der zweiten. Mit dieser Punkteteilung kann der Gast aus Freiburg natürlich viel zufriedener sein. Für Gladbach ist es hingegen der nächste Rückschlag. Sonntagnachmittag, Stuttgart gegen Bremen. Platz 9 gegen Platz 12. Stuttgart mit der Möglichkeit, europäisch zu spielen nächste Saison. Und das wollte man sehr gerne annehmen, dieses Angebot, diese Möglichkeit. Aber irgendwie wollte der Ball nicht vorbei an Pavlenka. Dreifach Parade. Ganz früh in der Partie. Das hier noch der schwierigste Ball, aber einer davon hätte natürlich sitzen müssen. Aber die Schwaben, sie spielten hier sehr gut, sehr gefällig. Werder Bremen in der Defensive gefordert, teilweise überfordert. Eckstoß von rechts. Kalajdzic kann sich drehen und schließt dann ab. Und kommt irgendwie durch. 21. Minute, 1:0 für Stuttgart, vollkommen verdient. Kalajdzic dreht sich hier, schießt dann einfach drauf. Ein Trifter, das ist Gebre Selassie, der steht auf der Torlinie, von dessen Hüfte geht der Ball dann aber ins Tor. Werder Bremen musste jetzt mehr tun, sie taten mehr. Füllkrug zu Romano Schmidt in der 30. Minute, aber für Kobel erstmal noch nicht das allergrößte Problem, trotzdem stark von Bremens Nummer 20 genommen. Der hat eine super Schusstechnik, das wissen wir, belohnt sich dafür aber noch zu selten. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Werder Bremen wurde stärker. Milot Rashica, Kevin Möwald, wieder Romano Schmidt und diesmal erfolgreich. 33. Minute, 1:1. Der mittlerweile aber auch verdiente Ausgleich. Stuttgart ließ doch arg nach, sodass dieses 1:1 nach 45 Minuten vollkommen in Ordnung ging. Die zweite Hälfte lange nicht mehr so spektakulär und chancenreich wie noch die ersten 45 Minuten. Aber es gab auch welche. Hier für Kevin Möwald in der 72. Minute. Parade von Kobel, der wurde hier wieder wichtiger. Und hielt erstmal das 1:1. Der VfB aber wollte auch gerne gewinnen. Da sehen wir nochmal einen Ansatz. Koulibaly gar nicht schlecht in der 77. Minute, aber auch hier dann nochmal der Schlussmann im Fokus. Pavlenka macht eine sehr gute Partie, auch wenn der Ball sowieso vorbeigegangen wäre. Somit haben wir das Endresultat von 1:1. Ist für beide wohl in Ordnung. So richtig zufrieden kann keiner sein, aber ärgern werden sie sich eigentlich auch nicht. Das Berliner Stadtderby zum Abschluss des 27. Spieltags zwischen dem 1. FC Union Berlin und der Hertha aus Berlin. Hertha aus Berlin, ja, beim Berliner Stadtderby ist das relativ klar, dass die Hertha aus Berlin kommt. Union ist hier in der Anfangsphase sehr abwartend gewesen gegen defensive Herthaner, aber irgendwann war diese Mauer durchbrochen von Poyan Palo, der aus knapp 11 Metern vorbei an Jahrstein zum Glück. Hertha hatte hier lange Zeit Probleme, wurde dann kurz vor der Pause aber besser. Gendouzi
Toussaint, Dodi Luke Bakio legt zu Zifuik. 1-1, so schnell kann's gehen. Deo Vaisio, Zifuik mit dem Ausgleichstreffer. Etwas aus dem Nichts zu diesem Zeitpunkt. Aber es war keine von vielen Torchancen geprägte Partie. Und es war immer noch nicht Pause. Kunja nochmal mit einem unnachahmlichen Antritt. Bekommt aber auch die Möglichkeit. Legt zu Luke Bakio. Der macht eine Vorlage und ein Tor. Dreht damit diese Partie. 2-1 für die Gäste nach 45 Minuten. Das hatte sich Union nach 32 Minuten spätestens eigentlich anders vorgestellt, als Poyan Palot die Führung brachte, aber die Hertha wurde davon erst so richtig wachgeküsst. Der zweite Durchgang ähnlich unspektakulär. Viele Tore, wenig Torchancen. Und so auch hier eine Torchance, die direkt zum Tor führt. Und zwar zum 3:1 für Luke Bakio in der 66. Minute. Und dieses Tor zog der Partie den Stecker. Nach dem 3:0-Erfolg der Hertha gegen Leverkusen gibt es hier die nächsten Dreier auch wieder drei Tore geschossen. Unter Pal Dardai ja eigentlich nicht unbedingt so gewöhnlich. Aber sie haben jetzt aktuell eine dann wohl doch funktionierende Offensive. Luke Bakio sicherlich mit einer Vorlage und zwei Toren der Mann des Spiels. Union Berlin heute einfach deutlich unterlegen und so verliert der Gastgeber auch das zweite Stadtderby in dieser Saison, hat aber dann im nächsten Spiel ja wohl die nächste Möglichkeit. Jo, das sind die Ergebnisse und die Tabelle dementsprechend im Überblick. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.